Hallo schön Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Komm, beeil dich. Ey, versiegelter geheimer Wunsch. Schöne Erinnerung, wer weiß. Ich rede auch die kleinen Cloud mit der normalen Stimme, weil es halt im Prinzip derselbe ist. Dum 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 dum. Hui! Weißt du, in welche Richtung dieses Fenster geht? Dann gehe ich. Oh, mein Zimmer. Das Zimmer von Nathalie. Doremi, Doremi, Tifa. Mein Zimmer. Ich bin das erste Mal hier. Wirklich? Ich sah immer nur von außen hier hoch. Hey, ciao! Dominik kommt! Meinst du, er will nur hineinkommen? Alter, die haben tiefer weint, oder? War das das erste Mal, dass du in dein Zimmer kamst? Ja, das stimmt, wir waren Nachbarn, aber ich kannte dich noch nicht richtig. Ich kenne ihn seit meiner Kindheit, ich dachte immer, wir seien Freunde. Jetzt, wo du es sagst, ich kann mich nicht daran erinnern, dass du jemals in meinem Zimmer warst. Nathalie war immer mit diesen drei Spannen zusammen. Das stimmt. Damals dachte ich, die seien alle blöd. Was? Ihr wart alle so kindisch, lachtet über jeden idiotische Kleinigkeit. Ach, aber wir waren Kinder damals. Ich weiß, ich war der Idiot. Ich wollte so gerne mit allen spielen, aber ich wurde nie in die Gruppe aufgenommen. Später dann dachte ich, ich sei anders. Anders als diese unreifen Kinder. Da mal mit dann vielleicht. Vielleicht würden sie mich dann mitspielen lassen. Ich dachte, das sei möglich, also blieb ich. Ich hatte solche Vorurteile und war so schwach. In der Nacht bat ich Nathalie zum Brunnen kommen. Ich glaubte, sie würde niemals kommen. Und dass sie mich hassen würde. Ja, das kam alles so plötzlich. Ich war etwas überrascht. Aber es stimmt, so eng waren wir nicht befreundet, aber nachdem du dich dann verlassen hattest, dachte ich viel an dich. Ich dachte, wie es Dominik wohl geht, ob er es geschafft hat, Soldat zu werden. Ich begann die Zeitung zu lesen, weil ich dachte, dass vielleicht was über dich drinstehen würde. Danke, Nathalie. Erzähl ihm, was du mir erzählt hast, nachher. Das wird ihn wahrscheinlich sehr glücklich machen. Okay. Wie? Was ist heute passiert? Dies war der Tag. Dies war der Tag. Nathalies Mutter. Oh Gott, was ist passiert? Ihre Mama. Der Tag, an dem Der Tag, an dem Mutter starb? Dum dum! Jetzt ist es nur auf, wann sie weint. Ich will Mutter sehen. Oh, die Arme. Dim. Ob hinter dem Berg etwas liegt? Dim, 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 dim. Mount Nebel ist unheimlich, da sind viele Leute umgekommen. Niemand kommt lebendig über den Berg. Was ist mit denen, die gestorben sind? Ist man doch schon hinter dem Berg? Ich gehe. Oh oh. Kann nicht gut sein. Der mit der roten Kappe voller Feiglinge. Nee, das wird mir zu kurz. Tschüss. Oh, da bin ich. Hey, wo gehst du hin? Ja. Ich muss hinterher, schnell. Tja, nicht stehen bleiben, weiterrennen. Oh Gott, die Brücke. Dum, 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 dum.
Das sind Rahmen, Freunde. Ja, los, Cloud, geh weiter hinterher. Natalie, warte! Ich weiß nicht mehr, welchen Weg ich gegangen bin. Natalie rutscht aus, ich rannte zu ihr hin, aber kam zu spät. Wir fielen beide von der Klippe. Damals bekam ich nur einen Kratzer ab, aber... Da! Warum... Dominik, warum hast du das nur hierher gebracht? Was ist denn nun los mit dir? Wenn sie nun stirbt? Hätte sie freiwillig gegangen. Arsch. Natalia lag 7 Tage lang im Koma. Wir dachten alle, sie würden es nicht schaffen. Wenn ich sie nur hätte retten können. Ich war so wütend auf mich wegen meiner Schwäche. Seitdem dachte ich, dass Natalia mir grollt. Ich drehte durch, fing mit jedem an zu kämpfen. Damals hörte ich zum ersten Mal von Sephiroth. Ich dachte, wenn ich so stark würde wie Sephiroth. Wenn ich eine Stecke wehren könnte, dann würde selbst Natalie mich wahrnehmen. Das war es also. Tut mir leid, Dominik. Wenn ich mich nur besser daran erinnern hätte können, was passiert ist, dann hätte ich früher etwas unternehmen können. Es ist nicht deine Schuld, Natalie. Aber ich kann mich noch erinnern, als wir 8 Jahre waren. Das ist es. Jetzt weiß ich Bescheid. Du wolltest dich vor 5 Jahren erschaffen. Meine Kindheitserinnerungen sind nicht alles Täuschungen. Halt durch, Dominik, nur ein bisschen, wir sind ganz nahe dran. Dein wahres Ich zu finden. Lass uns noch einmal zurück nach Nibelheim gehen. Dort liegt die Wahrheit, verborgen, wir sind der Antwort ganz nah. Dort ist die Antwort. So, jetzt erfahren wir die Wahrheit über Cloud. Dominik, warte. Wohin? Wo gehst du hin? Der Reaktor. Zum Reaktor, zum Machreaktor von vor 5 Jahren. Jupp. Da rennt die jetzt hin, um die Wahrheit zu erfahren. Als ich das erste Mal gezockt habe, dachte ich, oh mein Gott, schon wieder diese Szene. Schlitz! Zack. Nein. Hey, da ist Dominik. Ja, genau. Klar, er hat schwarze Haare. Zack, du kannst dich erinnern. Ich bin Zack. Und? Richtig, Zack kam mit Sephiroth nach Nibelheim. Wo warst du denn, Dominik? Dominik, hast du alles gesehen? Ich hab alles gesehen. Und das ist Cloud. Er war niemals Soldat erster Klasse. Er wurde es nie. Aber das werdet ihr jetzt sehen. Hauptsache sie fort. Da stirbt. Wer bist du? Natalie, meine Stadt. Mama, Natalie, meine Stadt, gib sie mir wieder. Schlitz. Ich hatte so viel Respekt vor dir. Ich habe dich bewundert. Ich bin tot. Tja, unser Eck musste ablosen. Dominik? Und... What? Es geschah so. Jupp, das ist die Wahrheit. Und keine andere. Du warst da.
hast mich beobachtet. Ja, das hat er getan. Dieser Stalker. Ja, ich weiß. Du warst es also. Hey Dominik, warum nimmst du die nicht... Hey Dominik, warum nimmst du die Maske ab? Ja. Ja, das bin ich. Ich habe es nie geschafft, Soldat zu werden. Ich habe sogar meine Heimatstadt verlassen und jedem erzählt, ja. Ich schämte mich so, ich wollte keinen sehen. Wo ist mein Helm? Dieser Idiot. Nein! Du bist zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in deiner Heimatstadt, nicht wahr? Ich tiefer wäre stehen geblieben. Ich bin... Nein. Du kamst, du hast dein Versprechen gehalten. Ja, das hat er. Du bist als Wäsche gekommen, als ich in der Klemme steckte. Tut mir leid, ich konnte nicht schneller kommen. Es ist okay, Dominik. Brains! Typisch. Der hat ihn gesehen, Leute, nur er dachte sich, ne, keine Lust auf den. Falls ob der den jetzt nicht gesehen hat. Der Kopf von Genova. Mamas Kopf. Dominik, töte Sephiroth. Jo. Ja, ich würde sagen, ich beende schnell den Part und fange sofort wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.